Hallo ihr Lieben. Ja, dies ist keine Fata Morgana. Nach gefühlten Milliarden von Jahren drehe ich auch mal wieder ein Video und was bestimmt schon so 5, 6 Monate her ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, jetzt doch wieder ein Video zu drehen. Einfach spontan Bock darauf. Und ja, ich weiß nicht mal, ob überhaupt noch einer von euch überhaupt zuguckt. Ich hoffe es natürlich, ansonsten rede ich jetzt mit mir selber zur persönlichen Entspannung. Keine Ahnung. Und ja, was ist passiert? Ja, es ist eine Menge passiert. Nur zur kurzen Info, ich will das Thema jetzt nicht zu weit vertiefen, aber ich bin umgezogen, Beziehung getrennt, neue Beziehung, wieder neu irgendwo eingezogen, ne, zusammengezogen, umgezogen, neue Arbeitsstelle, etc. Ne? Also eigentlich der ganz größte Chaos-Stress, den man sich irgendwie nur vorstellen kann und dementsprechend natürlich auch keine Zeit und das auch kurz nachdem ich eigentlich erst renoviert hatte, wo das alles dann nacheinander gekommen ist, ja. Diesbezüglich keine Zeit mehr für YouTube und auch keine Gedanken mehr dafür. Ja, es hat sich halt eben alles so nach und nach ergeben. Und 2013, kann man sagen, war für mich ein Jahr gewesen. Ich hoffe natürlich in erster Linie, dass ihr alle gut in das neue Jahr reingerutscht seid und dass ihr schöne Weihnachten hattet und alles drum und dran. Ne? Das ist so der Standard, was man jetzt sagen sollte. Aber 2013 kann man ja gut und gerne sagen, dass das wirklich für mich ein Jahr des Umbruchs war. Und dass es jetzt viel Neues kommt und ja, und dass ich mich gerade an mein neues Leben so gewöhne und total glücklich bin und ja, das ist, glaube ich, erstmal dazu zu sagen und ja, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, fragt mich. Ich beantworte euch sie gerne. Deutsch. Ja, wollte aber erstmal wieder zum Wiedereinstieg ein Video drehen, was nicht zu privat, persönlich oder sonst was ist, sondern das Thema nur mal kurz anreißt. Es geht um das, was ihr bestimmt schon irgendwie in der Überschrift lesen werdet, bekannte Thema Lush. Ich habe das mal vor einiger Zeit getestet und hatte da, glaube ich, auch mal 1, 2 Videos dazu verfasst, Raubzüge etc., aber mich dann nie wieder so mit Lush beschäftigt. Aber jedes Jahr zu Weihnachten, wie das ja so ist, hat Lush so seinen 50% Sale-Rabatt. Und ich habe die ganzen Weihnachtstage erlebt und auch schon davor, dass ich das immer wieder auf der Lush Online-Shop-Seite mich befunden habe und immer wieder ja, Produkte in den Warenkorb reingepackt, wieder rausgepackt, wieder reingepackt, wieder rausgepackt, Seite wieder geschlossen habe und so weiter und so fort. Und mir zig Videos auf YouTube zu irgendwelchen Lush-Reviews angeschaut habe und mich dann schweren Herzens oder beziehungsweise, weil ich es unbedingt wollte, doch irgendwann entschieden habe, Lush zu bestellen und Lush nochmal eine Chance zu geben. Ja, da war dann aber von den 50% Sale nicht mehr viel übrig, weil die Leute da wie die Bekloppten sind und das wirklich leer kaufen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich konnte von diesen 50% Sale nicht profitieren. Shit happens. Ich bin in die Nähe von Oldenburg gezogen. Das kann ich ja zeigen. Das kann ich ja sagen. Und da gibt es einen Lush. Da war ich auch nochmal nach Weihnachten, vor Neujahr in einem Geschäft gewesen. Und ich muss sagen, die Live-Lush-Erfahrung in einem Geschäft ist so duftintensiv, dass man sich auf Einzelnes gar nicht konzentrieren kann und sich gar nicht mit beschäftigen kann. Man wird einfach nur erschlagen von diesen ganzen Düften, dass man überhaupt gar keine Ahnung hat, ja, was kaufe ich denn jetzt nun eigentlich? Schlussendlich habe ich mich dann dort für 2 Sachen entschieden, die ich erst nochmal testen möchte. Bin dann aber wieder auf die Homepage, beziehungsweise auf die Online-Shop-Seite gekommen, habe dann gesagt, okay, komm, scheiß drauf, du bestellst nach Weihnachten, nach Neujahr nochmal. Also habe ich jetzt so praktisch im Januar nochmal Lush bestellt und konnte dann doch nach so vielen Hin- und Her-Überlegen nicht an mich halten, dass ich ziemlich viel bestellt habe, nämlich gleich 2-mal hintereinander. Ja, mein Freund ist ja auch ein kleines Testopfer, das heißt, ihn kann ich gut
an ihm kann ich die Sachen gut auch gerne mal ausprobieren, weil Lush ja auch viele Männerprodukte hat. Also wird das jetzt schon ein kleiner, sagen wir mal, kleiner, großer, mittelgroßer Lush-Haul mit schon zu jedem Produkt meine entsprechende Meinung, die ich schon verwendet habe, und kurzen Reviews und natürlich auch Eindrücken von meinem Freund, weil ich natürlich auch Proben bekommen habe, die dann doch eher für Männer sind. Okay, so viel zur Einführung. Zu viel Gelaber und nicht wirklich zu Potte gekommen. Ja, was habe ich in dem Geschäft erstmal gekauft? In dem Geschäft habe ich, weil mein Freund wirklich chronische Rückenschmerzen hat und ich auf der Lush-Seite immer wieder auf dieses Wiki Magic New gekommen bin. Es ist für schmerzende Muskeln und gut nach dem Sport oder für die Zeit nach jeder Arbeit. Die Muskeln beansprucht hat. Für die Unsportlichen empfehlen wir eine Massage mit ihm, wenn sie wieder einmal Stunden vor dem Computer verbracht und nun verspannte Schultern haben. Erwärmt mit würzigen Zimtblättern und Pfefferminzöl. Sei nicht überrascht, falls es kribbelt. Hört sich erstmal total klasse an. Ich habe auch in dem Geschäft daran gerochen. Und das ist so eine Massagebutter. Das sieht so aus, lustig, mit solchen Körnchen so drin, ne? Und hinten ist so dieser Massage auch so komplett weich. Und ich muss sagen, der Duft ist wirklich genial. Also es ist für mich die bestriechendste Massagebutter, die ich jemals gerochen habe. Das riecht so, wer Zimt mag, ne? Aber das riecht nicht nur pur nach Zimt, sondern es riecht schon so eine Spur Zimt und dann aber doch gleichzeitig wieder was Erfrischendes mit diesem Pfefferminz-Touch, so dieses Frische, ne? Das stimmt wirklich. Und es ist super intensiv. Ich nutze das auch als Handcreme-Ersatz. Also ich schmiere damit am Tag mal die Hände ein. Und man kann wirklich mit dieser Seife, man kann mit dieser Massagebutter und dieser Seite hier wunderbar auf dem Rücken erstmal, das soll wohl auch eine neue Formel haben, die Massagebutter sollen jetzt irgendwie, ja, von der Konsistenz her leichter sein. Man muss das nicht mehr zu lange in der Hand erwärmen. Sie geben leichter Produkt ab. Und man kann mit dieser Seite, mit diesen Körnern, die sind jetzt auch nicht unangenehm. Es fühlt sich wie so kleine Steinchen an, so ein bisschen. Und wie so eine kalte Hand, die auf dem Rücken ist. Und mein Freund empfindet das als sehr, sehr angenehm. Und das Schöne daran ist, dann gibt das gut Produkt ab. Und wenn man das danach einmassiert, wird die Haut nicht heiß, aber sie erwärmt sich. Und das entspannt die Muskeln beim Massieren unglaublich. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Wir benutzen das wirklich regelmäßig zum gegenseitigen Massieren. Also ich habe ja auch mal verspannte Schultern. Da ich ja leider auch in einem Job arbeite, wo man körperlich arbeiten muss, ist es gar nicht so schlecht, sowas im Haus zu haben. Und wie gesagt, man kann auch mit der weichen Seite danach nochmal nachnehmen oder halt eben mit dieser Seite etwas rauer massieren, wie man das gerne haben möchte. Und der Duft ist wirklich, also ich stehe ja total auf Zimt und er auch, und ja, also es ist wirklich geil. Aber mal bei Lush ist so eine Sache, Lush, da muss man wirklich, jeder findet Gerüche unterschiedlich, empfindet das, und da muss man wirklich dran riechen, das könnte nicht für jeden was sein. Ja, weil das wirklich auch sehr eigenwillige Gerüche sind, die nicht künstlich sind. So ist jedes Produkt irgendwie, ja, anders. Ja. Das habe ich gekauft. Das hat 10,35 Euro, glaube ich, gekostet. Habe ich in dem Geschäft mitgenommen, weil ich den Geruch gleich überzeugend fand. Und ich finde auch, oh, das riecht total klasse. Ja, ist wirklich schon mal dufttechnisch. Ich hatte auch noch so eine alte Massagebutter, die kann ich euch noch vom Aussehen her zeigen. Die gibt es natürlich nicht mehr. Die war irgendwie was mit Bananen und weißer Schokolade und Vanille. Die ist wirklich total steinhart. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die, ich glaube, die kann man länger halt nicht tragen. Ich tue die immer im Kühlschrank oder halt eben irgendwo dunkel lagern und wo es etwas kühler ist. Und die muss man wirklich länger in der Hand erwärmen, bis man da Produkt abkriegt. Also das geht jetzt bei den neuen Massagebuttern, die diese neue Formel haben, deutlich einfacher, was ich auch angenehmer empfinde. Weil sonst muss man super lange und dann erst rubbeln, und das, da habe ich dann schon keine Lust mehr, ganz ehrlich. Ja. Und das war das, was ich in dem Geschäft gekauft habe. Dann habe ich natürlich noch eine Badekugel gekauft, weil wir haben ja auch eine Badewanne und eine Dusche. Und ja, da gab es jetzt zu Weihnachten diesen Luxurious Lush Pad. Den habe ich jetzt nicht mehr da, den haben wir schon verbadet. Und zu denen muss ich wirklich sagen, der riecht lavendelig. Den gibt es, glaube ich, auch nur zu Weihnachten. Und der ist auf dem Boden der Wanne
untergetaucht und ist ausgelaufen und hat das Wasser so dunkelrot, leicht pink gefärbt, würde ich sagen. Aber es hat wirklich super intensiv gerochen und mein Freund hat auch gesagt, dass er an der Haut noch einen Tag später nach diesem Zeug gerochen hat. Es pflegt jetzt nicht mega intensiv. Er hat sehr trockene Haut, also er müsste sich eigentlich immer eincremen, aber ich habe ja von Natur aus leicht ölige Haut. Also ich finde, für mich reicht es mit der Pflege. Also meine Haut greift das diesen Schutzfilm dieser Haut bei mir sowieso nicht an, weil ich ja keine trockene Haut habe. Aber er hat einen Tag später noch nach dem Zeug gerochen und ich habe das auch noch sehr intensiv an ihm wahrgenommen und das ist wirklich von den Düften her, von den Badekugeln, wir haben bis jetzt zwei getestet, muss ich sagen, es sind keine künstlichen Gerüche, es sind wirklich schöne, natürliche, leicht auch manchmal wirklich dezente Gerüche, die jetzt nicht wirklich super penetrant sind, aber die schon da sind, muss ich sagen. Es ist natürlich, habe ich, wie die Preise sind, was die Badekugeln betrifft, weil wir natürlich auch nicht knauserig sind und in einem Bad schon eine so eine Badekugel, sagen wir mal, es gibt ja vom Lush auch Schaumbäder, reintun, weil die für ein Bad konzipiert sind. Und damit jeder was davon hat und wenn man wir beide hintereinander baden oder so oder zusammen baden, ja, ist es schon so, dass ich jetzt das nicht halbieren würde, weil ich denke mal, da hat man dann von dem Badespaß und jede Badekugel bei Lush macht ja was anderes, hat man dann auch nichts mehr. Wir stehen da wirklich da, wir machen das Badewasser fertig und schmeißen die dann rein und beobachten dann, was die Badekugel macht. Aber ich finde, für 5 Euro pro Badekugel im Schnitt, manche sind auch teurer, ist es schon ein teurer Spaß, den ich mir persönlich nur einmal im Jahr leisten würde. Das ist schon happig. Deswegen habe ich ja auch so lange mit mir gehadert. Ja, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich bestellt habe. Die habe ich hier bei mir. So eine riesige, schöne Dose von meiner Oma, die sie mir mal geschenkt hat, die eigentlich eine Keksdose ist, aber ich dafür viel zu riesig finde. Ich meine, wer im Leben isst so viel Kekse? Kein Mensch. Und da habe ich die ganzen Sachen in Frischhaltefolien und Tücher, also in so Beutelchen eingepackt und die zeige ich euch jetzt mal. Da sind jetzt auch schon die neuen limitierten Sachen, die jetzt zum Valentinstag rauskommen. Da konnte ich auch nicht widerstehen. Das war nämlich der Grund, warum ich das zweite Mal bestellt habe. Und die musste ich mir dann auch bestellen. Shit happens. Ja, was habe ich erstmal als erstes? Was kann ich hier rausholen? Erstmal wollte ich Duschgele von Lush testen, weil alle sagen, ja, die Duschgele von Lush, die sind so super intensiv und halten so lange auf der Haut. Ja, nun habe ich aber 30 Milliarden Duschgele. Ne? Ich bin... Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch für eine Duschgelsammlung von mir interessiert. Also ich glaube, ihr werdet... Als ich umgezogen bin, habe ich das ja gesehen. Also als ich gesehen habe, dass man meine ganzen Pflegeprodukte, eine ganze Wäschekorb voll, bis oben hin, so dass es sogar schon nach oben einen Berg gegeben hat, füllen kann, war ich leicht schon selber erschrocken. Und mein Freund, glaube ich, auch. Ja, habe ich mir aber trotzdem Duschgele gekauft. Und da habe ich mich mal so ein bisschen im Internet und auf YouTube belesen, welche denn jetzt nun gut sind und welche schlecht sind. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal gegriffen nach dem von den Beschreibungen her, das ist ja zum Glück auf diesen Lush-Seiten auch immer wundervoll beschrieben, dass du denkst, was weiß ich was, ne? Also ganz, ganz toll. Also ich muss ja übrigens auch mal ein Lob an das ganze Lush-Bestellteam dort also wirklich geben. Also die schreiben einen ja zu jedem, wo deine Bestellung gerade ist, Paket ankündigen, DHL-Paket ankündigen. Also hast jederzeit einen kompletten Überblick, wann dein Paket denn auch nun ankommt. Das muss ich wirklich sagen, top. Ne? Also da kann sich jeder Shop eine Scheibe von abschneiden. Und ja, da habe ich mir erstmal das It's Raining Man gekauft. Halleluja, himmlisch süßer Honig, der die Haut pflegt und exotische Blumen stecken in dieser Flasche und lassen deine Haut wunderbar duften. Das soll ja nach dieser Seife riechen, Honey, I Wash the Kids. Da sind jetzt, das sind 100 Milliliter, ja. Und ich drehe mal auf, damit man am besten danach riechen kann. Oh, und das riecht wirklich, das riecht so, ich rieche in erster Linie Honig. Honig, karamellig so. Ja, könnte schon wirklich an die Honey I Wash the Kids Seife rankommen, weil ich habe im Laden auch an ihr gerochen. Die habe ich mir natürlich auch gekauft. Und muss ich sagen, riecht sehr, sehr lecker. Dann habe ich mir ein limitiertes Duschgel gekauft. Das wird es bestimmt nicht lang geben. Das nennt sich Prince Charming. Das ist jetzt aus dieser Valentinstag-Kollektion. Prince Charming würde ich mit Eibisch, fair gehandelter Vanille und frischen Granatapfelsaft im Sturm erobern und dir märchenhaft duftende, seidige Haut schenken. Auch wieder 100 Milliliter. Ich finde von der Größe her ganz schön happig. Aber wenn das sehr ergiebig ist, dann stört mich das nicht.
Und das riecht wirklich nicht so, ich habe erst gedacht, so Grapefruit oder so ähnlich, so zitrisch. Aber das riecht wirklich richtig nett. Ja, und besonders irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Sehr fruchtig. Also das ist im Frühjahr bestimmt auch sehr, sehr nett. So, jetzt packe ich das mal wieder weg. Ja, muss ich schauen, habe ich noch nicht getestet, wie das sich so unter der Dusche verhält. Und dann habe ich mir noch ein drittes Duschgel gekauft. Kann ja nicht genug Duschgel haben. Und zwar das Flying Fox. Und das Honigduschgel mit ganz viel Sexappeal, lasziv, zügellos, lebhaft und unersättlich, mit den allerfeinsten aphrodisierenden ätherischen Ölen und massenhaft Jasmin. Und das muss ich sagen, das riecht schon aus der Verpackung. Bei mir ist das hier so ein bisschen ausgelaufen. Ich weiß auch nicht, das haben die irgendwie nicht so ganz richtig verpackt. Das ist ganz klebrig. Oh, und das riecht wirklich unheimlich stark nach Jasmin. Also wirklich extremst. Und ich habe das Gefühl, man badet in so einem Jasminfeld. Das ist wirklich, also da muss ich schauen, das ist jetzt auch eher wieder was fürs Frühjahr. Jetzt so gerade im Moment stehe ich eher so auf die weichen, warmen, mandeligen Düfte, so sehr pflegend mit Arganöl oder so und gar nicht so auf die fruchtigen Sachen. Also so im Frühjahr, wenn ich dann wieder so da drauf bin, da ist das bestimmt nicht schlecht. So, und dann habe ich mir natürlich auch eine Seife gekauft. Da habe ich schon ein Stück von abgeschnitten und da habe ich sehr viel drüber gehört. Die habe ich auch schon verwendet, die Coal Face. Lush-Kunden haben herausgefunden, dass sie mit Cold Face am besten das Interesse ihrer männlichen Freunde wecken können. Es riecht nach Rosenholz, welches mehr holzig duftet als nach Rosen und Sandelholz mit einem Touch Lakritze. Alle drei sind sehr beruhigend für die Haut. Die gemahlene Holzkohle, die Cold Face so schwarz macht, absorbiert Fett und peelt ganz sanft. Bitte kühl lagern. Ja. Okay. Habe ich mir 100 Gramm mitgenommen. Da habe ich hier auch schon ein Stück hier vorne abgeschnitten und das benutze ich jetzt auch schon jeden Tag. Und ich muss sagen, der Grund, warum ich es wirklich, der Geruch ist am Anfang erstmal sehr, 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 sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich habe gedacht, am Anfang ekelhafter als Fresh Pharmacy. Aber wenn man damit, wollte gerade schon sagen, duscht, wenn man damit sich wäscht, finde ich, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an diesen Geruch. Was ich wirklich mag, der gehen, wenn man kann das sehr gut aufschäumen. Die ist wirklich, was das betrifft, genauso gut wie die Fresh Pharmacy. Sind da so leichte Peelingkörner drin, ganz schwarz, ne, die ganz leicht die Haut peelen. Aber auch nicht so, dass man das krass mitbekommt, sondern eher so ganz, ja, ganz sanft. Ne? Aber ich finde, was ich an ihr wirklich gut finde, für trockene Haut, glaube ich, ist das absolut nichts. Weil wenn ich die einmal am Tag verwende, macht die wirklich, bei meiner Haut ist das sehr gut, weil sie sehr so ölig ist und teilweise sehr fettig, nicht nur in der T-Zone, sondern auch im restlichen Bereich des Gesichts. Sie macht wirklich so dieses. Ich habe das Gefühl, ich habe null Feuchtigkeit mehr im Gesicht. Ne? Was ich, und danach wird die Haut aber wieder leicht samtig. Es trocknet nicht so sehr aus, das ist super spannend. Es spannt schon leicht. Für mich, aber nicht super dolle. Wenn ich sie dann aber zweimal am Tag verwende, merke ich das schon etwas stärker. Ist für mich aber auch noch mit erträglichem Maß, weil ich ja danach noch Pflege drauf mache. Aber ne, das ist für mich ist das richtig toll. Gerade für ich leide ja wirklich eigentlich unter meinem Fettglanz im Gesicht und ich liebe das auch, wenn die Haut dadurch dann nicht so stark schnell nachfettet. Ich versuche dann wirklich was zu finden, womit ich meine Haut nicht zusätzlich einfette. Da verzichte ich wirklich auf zu viel Feuchtigkeitscremes, ja, reichhaltige Sachen, sogar abends, ne? Weil ich das Gefühl habe, das tut meiner Haut wirklich besser und vermindert meinen Ölglanz im Gesicht. Ja, also die kann ich wirklich für richtig ölige Haut, also Speckspartenglanz ähnlich, ne? Und Leute, die ja wirklich drunter leiden, kann ich wirklich empfehlen. Also bei mir macht die Haut das einmal am Tag, mindestens macht die das mit, auch zweimal am Tag. Also ich kann das echt ab. Ja, dann habe ich auch eine Probe mitbekommen, die Dirty Wash Handcreme. Die riecht wirklich wie, ich finde, die riecht wie Spearmint-Kaugummi. Irgendwie, ja, ich kann das schlecht beschreiben. Wie riecht ja Kaugummi so, ja, einfach frisch, aquatisch und so Kaugummi-ähnlich. Ja.
Aber auch wieder, das ist für mich so ein Männerprodukt, das habe ich momentan im neben Waschbecken liegen, da wasche ich mir super gerne die Hand mit. Ich habe auch versucht, mit diesen Seifen mir den Körper zu waschen. Das schäumt mir allerdings zu wenig und gibt mir zu wenig Produkt ab. Bis ich da meinen kompletten Körper komplett geduscht habe damit sozusagen und geschäumt habe und so, da ist sind 5, 6 Minuten rum, da ist es für mich doch einfacher, ich mache einfach irgendein Duschgel auf und blub, blub, blub. Ne, weil ich bin ein ziemlicher Verschwender, was Duschgel angeht. Ich habe in einer Woche ein Duschgel leer. Ich robbe in 4 Wochen, also in einem Monat auf jeden Fall 4 Duschgele und ich schaffe es auch in 2 Wochen 500 Milliliter Duschgel alle zu kriegen. Also dafür ist das für mich leider, ja, es gibt nicht schnell genug Produkt ab. Ich bin da einfach eine faule Sau. Ich liebe das einfach, wenn es schnell geht und wenn ich mich da richtig rumaßen kann mit Duschgel und wirklich, was weiß ich, da mich überkippen kann halt mit dem Duschgel. Und das kann man mit diesen Seifen halt nicht und deswegen benutze ich das eher zum Händewaschen. Ja. Noch gekauft habe ich auch dieses Bubblegum Lip Scrub Ding. Dieses perfekt pinke Zuckerpeeling bringt deine Lippen in Topform und lässt sie nach Zuckerwatte schmecken. Ja, sind 25 Milliliter drin. Ich glaube, was kostet die Coalface? Ich glaube, die war irgendwas mit 10, 11, 12 € die teuerste Seife. Die Duschgele kosten zwischen 6 und 8 €. Und dieses Lip Scrub, glaube ich, so 8, auch so 8, 9, 10 € fast. Ganz schön habe ich. Naja, einmal im Jahr. Und was soll ich dazu sagen? Ich habe es schon echt gut benutzt. Es riecht auch verdammt geil. Und jetzt werde ich sagen, ich benutze das weniger, um meine Lippen zu peelen, sondern mehr, weil es so geil schmeckt. Also ich kann euch sagen, dass das, was da jetzt raus ist, definitiv nicht nur davon ist, dass ich damit meine Lippen gepielt habe, sondern weil ich immer wieder mit dem Finger dazu neige, wirklich reinzugehen und das zu essen, weil es einfach so lecker schmeckt. Aber dafür ist es natürlich viel zu teuer. Es ist ja auch nur Rohrzucker und irgendwelches Aroma von Kaugummi. Es riecht pur Kaugummi. Ja, also wenn so das Snow Fairy riecht, dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr endlich mal Snow Fairy abbekomme, weil ich liebe den Duft, aber ich benutze es mehr zum Essen als zum Lippenpeelen. Ich versuche jetzt damit aufzuhören und es mal mehr zum Lippenpeelen zu verwenden. Ich habe das auch schon mehrere Male probiert und es ist echt gut. Es macht die Lippen super weich. Ja, nur riecht und schmeckt es leider zu gut. Ich würde am liebsten mit dem kompletten Finger da rein und das auslöffeln. Ja. Das macht der Zucker, man ist irgendwie süchtig nach. Ja. Steht immer neben meinem Bildschirm, also neben meinem PC. Ja, was habe ich auch noch gekauft? Das Grace Lightning Pickelbekämpfer. Und das benutze ich immer nach der Coalface. Ich verzichte jetzt auf sehr feuchtigkeitsreiche Cremes, weil ich das Gefühl habe, meine Haut fettet damit einfach zu stark und zu schnell nach. Na, und das ist jetzt so ein Gel, wie geschmiert und schneller als ein Blitz. Dieses super effektive Gel mit Teebaum und Tamamelis entfernt Pickel im Nu. 50 Milliliter sind da drin. Ich glaube, das kostet auch 10 € noch was. Ja, das ist wie gesagt so ein Gel. Macht man hier oben auf und da kommt dann so eine durchsichtige Flüssigkeit raus. Und die macht man, ich mache da mal so 3 Pumpstöße für Gesicht, Hals und Dekolleté. Und ich muss sagen, das zieht super schnell ein, gibt in erster Sekunde so ein Trockenheitsgefühl, aber dann wird die Haut sofort wieder weich. Ne? Und nicht gefettet, nachgefettet. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt wirklich mal so zwischen Weihnachten, Neujahr aufgrund von Stress. Meine Eltern waren zu Besuch 2 Wochen und, oh, und wie das halt so ist, vor Weihnachtszeit Geschenke kaufen. Oh. Ja, und umziehen vorher und es war echt mega stressig, hatte ich wirklich öfters jetzt so Unreinheiten und so wirklich Pickel und Ausschlag und oh, kann man sich nicht vorstellen. Und dadurch, wenn ich das regelmäßig verwende, ich verwende das jeden Tag mindestens einmal, wenn ich mich geschminkt habe, weil ich ja dann logisch mehr wasche und mache und tue, zweimal, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mega genial. Am nächsten Tag ist es ausgetrocknet bei mir. Also am nächsten Tag ist wirklich die Unreinheit bei mir ausgetrocknet und es ist wie weggeblasen. Es ist der Wahnsinn. Und wenn ich das dann öfter verwende, wird das immer besser. Deswegen möchte ich darauf eigentlich auch nicht mehr verzichten unbedingt. Ja, was habe ich noch gekauft? Ich habe noch eine, ja, limitierte Massagebutter gekauft. Tender is the night. Total schön, wie ich finde. Diese Blüte hier so vorne drauf. Und da hat der Text mich so angesprochen.
Love Me Tender, Love Me Sweet, Never Let Me Go, wonach sich bereits Elvis sehnte, wird nun endlich Wirklichkeit. Mit dieser Massagebutter hüllst du die Nacht in die sinnlichen Düfte von Jasmin und Ylang-Ylang, während reichhaltige Blüten die Haut samt weich pflegen. Lass das Stück zwischen den Händen leicht schmelzen oder gleite damit direkt über die Haut. Ja, soll nach Jasmin duften. Ich rieche jetzt für euch mal dran. Tut es auch. Total schön. Limitiert. Musste ich haben. Ja. Massagebuttern von Lush finde ich ganz, ganz großartig. Genauso was Limitiertes geholt. Neon Love heißt das. Das ist so eine Seife. Und sieht so aus. Habe ich ein Stück von 100 Gramm mir bestellt. Knallig pink und fruchtig frisch erobert Neon Love dich Hals über Kopf. Mit einer Mischung aus frischen Feigen, dem Saft der Passionsfrucht und Sojajoghurt sorgt diese Seife für streichelzarte Haut. Verwende Neon Love als Handseife oder unter der Dusche für den ganzen Körper. Ja, fand ich toll. Das war auf der Lush-Seite wie so ein Herz und in der Mitte hatten die das dann geteilt und dazwischen waren dann auch nochmal so Herzen. Fand ich total klasse, wenn man das so aufgeschnitten hat. Und ja, was soll ich sagen, der Duft, ich muss nochmal für euch dran riechen, damit ich euch das sagen kann. Moment. Ja, auch so fruchtig und süßlich, also ähnlich wie das, wie das Prinz Charming, was ich euch eben gerade gezeigt habe. Total toll, nur zum Händewaschen. ja, dann hatte ich mich wieder für eine Badebombe entschieden. Die hatte ich auch im Laden gebrochen, die fand ich auch toll. Und zwar die blaue, wie heißt die? Blackberry Bomb. Das sind solche Klopper hier, die sind so groß immer. Also ich benutze eine immer für ein Bad. Und das ist die Blackberry Bomb, verscheucht alle Traurigkeit mit einer ordentlichen Portion Purpur. Geht mit ihr in die Wanne und genießt den vollen, fruchtigen Geruch von Brombeeren, ohne die Dornen ertragen zu müssen. Bergamottenöl, das aus der Schale von reifen Früchten gepresst wurde, gibt ihm die frische Zitrusnote, die euch aufmuntern wird. Und ich muss wirklich sagen, das riecht so beerig, so irgendwie fruchtig, dass mir das sofort irgendwie, ja, gefallen hat. Gute Laune gemacht und gedacht habe, ich will das unbedingt ausprobieren. Ja, habe ich mir geholt. Wie gesagt, wir baden jede Woche einmal. Und haben jetzt schon zwei ausprobiert. Wir hatten diese Woche die Twilight-Kugel ausprobiert, die hatte ich auch gekauft. Die ist super, die kommt nach oben, dreht sich wie verrückt, löst sich ganz, ganz langsam auf, wird erst lila, dann leicht rosa, dann wird sie blau und dann tut sie ins Badewasser Glitzer hinterlassen. Das war total lustig. Mein Freund hatte dann auf dem ganzen Körper dann diesen Glitzer, der dann wirklich, Männer haben ja mehr Haare als Frauen, der dann wirklich übergehangen ist und der glitzerte dann wirklich den ganzen Arm. Sah lustig aus. Ja, also war wirklich ein Effekt für sich. Auf meiner Haut war das egal. Ich glitzerte zwar auch leicht, aber nicht so stark wie er, weil er auch ein etwas dunklerer Typ ist als ich. Und der Duft war auch wieder mega intensiv. Also die hat sich auch gelohnt. Dann habe ich noch gekauft, das Video wird schon wieder super lange, tut mir leid, ich labere zu viel, Dragon Egg Ballistik, fruchtig spritziges Feuerwerk für die Wanne mit extra Schaum, einfach alles, was das Herz begehrt, ins fertige Bad geben. Ja, soll ja auch so orangenes Wasser enthalten und es riecht super, super fruchtig nach irgendwie Orange. Und irgendwas, oh, wirklich genial. Also Dragon Egg Ball, der soll ja auch wirklich, der wird orangenes Wasser machen. Da bin ich auch schon mega gespannt drauf. Der Duft ist saugeil. Gefällt mir schon mal richtig gut. Muss ein bisschen Gas geben. Ich will nicht wieder, dass mein erstes Video fast über 40 Minuten dauert. Dann habe ich mir den Phoenix Rising Ballistic geholt. Der sieht auch schon alleine von der Machart total schön aus. Sprudelnde Badekugel, die ganze Magie und Mystik eines Phönix komprimiert in ein Badeerlebnis. Sie entlässt sanft Shea und Kakaopuder sowie Jojobaöl und deine Haut sanft und exotisch zu hinterlassen. Ätherische Öle von Früchten und Gewürzen entführen deinen Gedanken zu fernen Ufern. Und ich muss sagen, auch Leute, das riecht richtig wie so ein Gewürz. Das hier oben ist auch so eine Zimtstange irgendwie. Und ich finde auch schon die Farbe mega schön. Also, ja, so auch so golden leicht. Und oh, da freue ich mich auch total drauf. Also ich könnte, seitdem ich die Sachen habe, ich könnte eigentlich nur noch baden. Das ist eigentlich super geil. Wir baden eigentlich viel zu wenig. Ja,
Dann habe ich mir was ganz Tolles geholt, was limitiert ist. Wieder Valentinstag Spezial Love Locket. Sieht total cool aus irgendwie. Ist auch so ein mega großes Ding. Guck mal, wie riesig das ist. Verwandle deine Badewanne in ein Meer aus schimmernden Herzen und inspirierendem Glitter. Die Love Locket Badebombe ist der sprudelnde Schlüssel zu einem romantischsten Badeerlebnis mit den sinnlichen Düften von Jasmin, Vanille und Neroli. Einfach in die gefüllte Badewanne geben. Ja, und da soll Konfetti rauskommen. Und da ist irgendwas drin. Ich bin mega gespannt. Also das wird bei mir auf jeden Fall entweder zu meinem Geburtstag, der jetzt bald ansteht, oder zum Valentinstag wird das ausgetestet. Ich bin mega gespannt. Also ich will wissen... Oh Gott. Ich meine, hallo, Konfetti in der Badewanne. Mit sowas, mit so einem Kitsch, ja, mein Freund hat sich auch totgelacht, mit so einem Kitsch kann man mich ja kriegen. Ja, dann habe ich auch geholt, den habe ich auch in vielen Videos gesehen, den Fizzbanger. Explosives Wannensprudelbad mit Zimt- und Karamellduft ins fertige Bad geben, bla. Und das ist auch so ein Klopper. Wow, gelb. Und das soll ja wirklich auch total toll sein. Und das riecht, mein Freund meint, das riecht so ein bisschen wie Spülmittel. Ich finde, das riecht so zitronig. Das erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Also, der wird jetzt diese Woche getestet. Da bin ich schon echt gespannt. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Dann war ich ja auch vorher ganz begeistert von den festen Shampoo-Bars von Lush. Und da musste ich mir jetzt auch wieder mein Shampoo holen, das Scenic. Dieses feste Shampoo mit Meersalz und Seegras schenkt dir weiches, glänzende Haar und gibt ihm gleichzeitig Halt. Jasmin. Zitrone umschmeichelt dein Haar mit einem sinnlichen Duft über das nasse Haar reiben, aufschäumen und auswaschen. Und das verleiht auch sehr, sehr schön, das absorbiert auch sehr schön das Fett aus den Haaren und gibt Volumen, weil meine Haare sind ja von Natur aus, meine Haare trocknen auch gerade, nicht wundern, die sind schon gewaschen, fehlt das Volumen. Ne? Und das gibt dieses Shampoo wirklich super wieder. Und ich muss sagen, die Lush Shampoo Bars, die sind ihr Geld wirklich wert. Die kosten zwar auch pro Stück 10 Euro, wie gesagt, aber... ist alles immer so in dem Schnitt zwischen 10 Euro, 5 Euro die Badekugeln, 8, 10, 11, 12, 13 Euro Seifen, je nachdem wie viel Gramm man ordert. Ne, es ist schon nicht billig. Also ich würde es nicht jeden Tag machen. Aber es hält dann auch verdammt lange. Diese Sachen sind super ergiebig. Also diese Haarwaschsachen, also ich bin mit meiner letzten Shampoo-Bar bestimmt über 3 Monate, ein halbes Jahr ausgekommen. Und das will schon was heißen, weil normalerweise brauche ich ein Shampoo in mindestens 1 bis 2 Monaten auf. Ne? Und das ist wirklich super. Die halten einen wirklich lang. Und dann habe ich noch gekauft das Jumping Juniper Shampoo. Wacholderbeer-Shampoo für schnell nachfettendes Haar. Aus den Wacholderbeeren lässt sich nicht für Gin herstellen, sondern auch ein äußerst wirksames Öl für fettige Kopfhaut. Dieses geben wir zusammen mit Rosmarin, Zitronen und Limonenöl und Lavendel. Reguliert die Sebumproduktion. Ja, also ich habe vor, das in Kombination zu verwenden. Der Duft ist erstmal von beiden sehr nett. Also weil ich habe ja sehr schnell fettende Haare, aber auch platte Haare ohne Volumen. Und ich möchte ganz einfach das auf die Kopfhaut geben und das in die Spitzen oder beziehungsweise da, wo die Längen sind, wo Volumen entstehen soll. Oder zweimal spülen, erst das und dann das, um halt eben optimal für meine Haare etwas zu tun und vor allen Dingen mal wieder etwas mehr Natursachen zu verwenden, weil Lush kämpft ja gegen Tierversuche und damit einfach der Umwelt auch was Gutes zu tun, statt immer nur diese Chemieprodukte zu kaufen. Dann habe ich natürlich noch 100 Gramm Honey Eyewash Sticks gekauft. Sieht so hier aus und riecht einfach nur wie... das Duschgel, ich möchte reinbeißen, ich möchte es essen. Ich habe, glaube ich, wirklich schon dran geleckt, aber es ist echt Seife. Oh, das riecht so göttlich. Ja, also wundervolle Honig-Karamell-Seife für die Kinder. Das riecht genauso wie das It's Raining Man. Genauso. Das zum Händewaschen, boah, geil. Zum Waschen, kompletten Körper kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber so zum Händewaschen, toll. Ja, dann habe ich natürlich noch ein Schaumbad von Lush gekauft, weil ich das testen möchte, ob das wirklich auch Schaum macht, weil ich kenne ja bis jetzt nur die Badekugeln und die machen keinen Schaum. Und da habe ich den Comforter gekauft. Das ist auch so ein Klassiker von Lush. Und das ist leider schon abgegrabbelt, kann ich nicht mehr ganz lesen. Holt euch ein tolles Johannisbeer-Schaumbad und fühlt euch sicher und geborgen.
Das kann man schön krümeln und vierteln und da habe ich wirklich vor, das halb zu machen und dann wirklich so unter dem Strahl von der Badewanne wirklich so zerbröseln, damit man den meisten Schaum kriegt. Also ich denke mal, dafür werden wir mit zweimal Baden auskommen. Und das muss ich wirklich sagen, das riecht super beerig. Mein Freund meint eher Himbeer. Ich finde aber eher, dass es so eine Mischung aus Beeren ist. Nicht nur aus Himbeere. Es riecht auch leicht säuerlich und nicht nur so nach dieser süßlichen Himbeere. Wirklich total klasse. Freue ich mich megamäßig drauf. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch ein einziges Produkt vergessen, das bei mir im Kühlschrank momentan liegt. Ich werde das mal schnell holen. Moment. Entschuldigt bitte, das hatte ich völlig vergessen. Und zwar habe ich noch gekauft eine frische Maske, Mask of Magnanimity. Ich glaube, die Cornelia Dietrich hier auf YouTube hat es als Gesichtskotze betitelt. Ich finde jetzt persönlich nicht, dass es wie Gesichtskotze aussieht, aber auch nicht besonders appetitlich. So sieht es aus und ich habe es schon einmal verwendet. Und es riecht wirklich sehr, sehr stark nach Minze. Verpasst den lästigen Flecken und eine ordentliche Ladung Mask of Magnanimity. Ja, hier steckt die perfekte Menge an Pfefferminz drin. Das ist es, um deinen Körper aufzupäppeln und träge Haut wachzurütteln. Ja, toll. Und soll super gegen Unreinheiten helfen. Tut alles, um Hautunreinheiten zu bekämpfen und deine Haut wieder in einen Tipptopp-Zustand zu versetzen. Und das lagere ich natürlich im Kühlschrank. Und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt einmal verwendet. Ich will es heute Abend wieder machen. Ich muss mich mal zwingen, öfters Masken zu verwenden, weil irgendwie bin ich, was Masken betrifft, geht es euch auch so total faul. Ne? Ich vergesse das, aber es tut der Haut wirklich mal so gut. Und hier, die muss man ja nur 15 Minuten drauf lassen. Und danach ist man sowieso so bröckelig im Gesicht, dass man das wieder abwaschen muss. Aber die Haut danach, das ist wie ein Effekt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist toll. Wir müssen das viel öfter machen. Ja, und dann habe ich noch eine Probe mitbekommen, die meinem Freund sehr zusagt. Und das ist die Dirty Shaving Cream. Das ist, kaum ist deine Haut rasiert und glatt, schon streben wieder die ersten Bartstoppeln zurück an die Oberfläche, weg damit. Und keine Angst vor gereizter und geröteter Haut. Kaum eine Rasiercreme macht deine Haut so weich wie diese. Besänftigende Hafermilch, Honig und Shea-Butter helfen, die Haut zu beruhigen und Feuchtigkeit zu spenden, während Lavendelöl deine Haut schützt. Ja, da hab ich so ein klein, haben wir so ein kleines Pöttchen bekommen. Ja, total niedlich. Und ja, war so viel drin. Hat er jetzt auch schon zweimal verwendet. Und das riecht wirklich total lavendelig. Aber so cremig lavendelig, angenehm irgendwie. Und er benutzt das jetzt immer nach dem Rasieren, weil bei ihm ist das ja wirklich so, er rasiert sich und kurz nach einem halben Tag stehen schon wieder die ersten Bartstoppeln. Und das nervt ihn selber total. Und ich habe das Gefühl, und er auch, nachdem er das nach dem Rasieren aufträgt, erstens mal beruhigt es die Haut noch total schön. Die Haut riecht total angenehm. Es macht die Haut total glatt. Also es ist wirklich richtig, richtig glatt. Und er hat schnellen Bartwuchs und generell schnellen Haarwuchs. Also, und ja, also die Haut bleibt den Tag über wirklich noch glatt und auch bis zum nächsten Tag. Und er kann ein bisschen länger warten, was das Rasieren anbegeht. Aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Wir wollen auch noch ja, ein paar Männerprodukte zum Rasieren, dieses Ambrosia, diese Rasiermilch, interessiert mich für ihn jetzt auch noch. Ja, einfach um den Bartwuchs, weil er auch sehr empfindliche Haut hat und auch nach dem Rasieren schon diese Rötung im Gesicht hat, wenn er sich mal verletzt oder so und generell sehr sensibel auf das Rasieren ist. Aber er muss ja rasieren, wenn er so schnell einen Bartwuchs hat. Deswegen wollen wir auch noch dieses Ambrosia Rasiermilch von Lush ausprobieren. Und diese Dirty Shaving Cream fürs nach dem Rasieren ist auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung, sagt mein Freund zumindest. Ich habe ja keine Bartstoppeln im Gesicht, ich weiß nicht. Aber er meint, es ist wohl richtig gut und ich kann nur von der Glattheit und von dem Geruch her sagen, dass es wirklich, wirklich angenehm danach ist und super glatt. Also ich muss sagen, mit diesem kleinen Pöttchen wird er jetzt auch bestimmt noch 6, 7, 8 Mal hinkommen. Man braucht sehr, sehr wenig davon. Es ist sehr, sehr ergiebig und es gibt für 10 €, glaube ich, auf der Lush-Seite so einen 100-Milliliter-Pott und damit kommt er ja ewig hin. Also das wird nochmal gekauft. Ja, damit wäre ich jetzt endlich, endlich, endlich durch. Das Video war doch 40 Minuten lang. Pott ist leer. Ja. Wenn ihr eine Langzeitreview sagt,
Wenn ihr eine Langzeitreview wollt, fragt mich einfach. Vielleicht filme ich auch mal ab, wie die einzelnen Kugeln sich im Wasser verhalten. Falls man das irgendwie hinkriegt, ich mit meinem Handy oder so, aber keine Ahnung, es gibt auf YouTube so viele Videos dazu. Deswegen finde ich solche Langzeitreviews eigentlich immer interessanter, weil darüber kaum einer was sagt. Oder nach den Eindrücken, wie sich das alles genau verhält, weil man ist ja immer sehr, sehr, ja, überfordert, wenn man auf dieser Laschseite und in einem Laschgeschäft ist und man absolut erstmal nicht weiß, was soll ich kaufen. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Ja, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr eine Duschgelsammlung von mir wollt oder von meinen letzten Raubzügen, die ich so in den letzten Monaten getätigt habe. Weil trotz dessen ich 6 Monate ja kein Video mehr gedreht habe, ich ja trotzdem weitergekauft ohne Ende. Und ja, ich war übrigens das erste Mal in meinem Leben bei IKEA. Und habe mir einen Schminktisch besorgt. Ich war total geflasht. Ich war noch nie in meinem Leben in einem IKEA. Aber vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen Vlog, wie ich das jetzt alles geordnet habe. So. Ich habe so haufenweise Videoideen. Berichtet mir einfach davon, was ihr am liebsten hättet. Und ja, als nächstes würde ich gerne meine Duschgelsammlung abdrehen. Weil ich das Gefühl habe, ich würde X, Karenina und andere Leute, die sich hier auf YouTube Duschgelmonster nennen, sogar, glaube ich, noch übertreffen. Ich habe noch nicht gezählt, aber ich glaube, ich würde bestimmt auf 30, 40 Duschgele kommen. Minimum. Und deswegen wäre vielleicht mal ganz interessant als Kaufverhalten. Ich habe nur 3 Cremes in meiner gesamten Pflegerepertoire. Zum Eincremen generell. Bodylotion mal ausgenommen. Aber 40 wahrscheinlich Duschgele. Ja. Ich glaube, ich bin einfach krank. Ja, okay. Das war's jetzt erstmal und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ja, bis bald. Ciao, ciao.